Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, habe ich ein kleines Intro vorbereitet und ich zeige euch heute, wie wir das hinkriegen. Wir gehen auf neues Projekt. Dann erstellen wir eine neue Komposition. Ich nenne es einfach mal E3D, weil wir es ja mit Element 3D benutzen. Dann gehen wir zu Ebenen, Neu und Farbfläche. Das nenne ich jetzt auch mal E3D. So, okay. Wenn wir das haben, können wir hier irgendeinen Text hinschreiben. Egal was. Ich schreibe jetzt einfach meinen Kanalnamen mal rein. SNK21. So. So sieht es natürlich noch nicht so wahnsinnig aus, deswegen vergrößern wir es ein bisschen. So, das sieht schon ganz gut aus. In die Mitte noch. Bisschen kleiner vielleicht noch. So, das passt. Super. So. Jetzt wählen wir E3D aus, sonst geht es nicht. Dann können wir einerseits da oben auf Effekte und Video Copilot gehen und Elements dann auswählen. Oder wir gehen hier auf Effekte und Vorgaben und geben hier Element ein. Dann ziehen wir es nicht auf die Textebene, nein, auf die Farbfläche, die wir ausgewählt haben, E3D. Dann warten wir schon kurz. So. Da links sind jetzt die Effekteinstellungen. Ich habe kurz Text noch ausgemacht, weil so ist es besser eigentlich. So, wir gehen auf Custom Layers. Dann Custom Text and Masks. Dann Layer 1 wählen wir unseren Text aus. Es sind keine 20 bei mir jetzt. Und dann klicken wir auf Scene Setup. So, bis jetzt sieht man gar nichts. Hier ist noch nichts. Aber dann klicken wir einfach hier oben drauf. Und schon erscheint unser Text. In 3D. So, wenn wir soweit sind, dann ist es eigentlich, um genau zu sein, nur noch ein Klacks, denn wir müssen nur noch ein bisschen, ja, ich sag mal, das ein bisschen verfeinern. So sieht es bis jetzt aus. Und dann klicken wir einfach mal da unten drauf auf Bevel 1. So, wenn wir das gemacht haben, müssen wir unten bei den Einstellungen da drauf und dann können wir hier die Farbe ändern, zum Beispiel in Rot. Aber wir wollen es in Schwarz haben. Ich erkläre euch gleich warum. Denn wir können hier bei Reflectivity, können wir es auf 100 oder 99% stellen, wie auch immer. Und man sieht, es reflektiert ein bisschen mehr. So, es sieht eigentlich schon, finde ich jedenfalls, richtig geil aus. Wir machen Grid wieder an, damit man das besser sieht. So, und dann kann man die Dicke oder die Breite, wie auch immer, auch verändern. Man kann eigentlich alles daran jetzt verändern, was man verändern will. Alles ist praktisch möglich. Wir stellen es wieder zurück. So, das passt, glaube ich. Ja, doch. Sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt kommt das Eigentliche, was wir hier noch verändern wollen. Und zwar einerseits die Kanten. Da klicken wir nochmal hier drauf. Wo ist das? Genau hier. Da können wir die Resolution ändern, auf Ultra zum Beispiel, dann sieht der Text auch schon mal besser aus. Aber das Wichtigste ist natürlich noch der Hintergrund. Und den ändern wir, oder besser gesagt, den erstellen wir, indem wir Bevel 1 noch drücken. So, dann Create. Dann können wir zum Beispiel eben diesen Boden, diese Wand, wie auch immer, nehmen. Wir klicken auf Default. Und können hier, wo ist es? Genau hier, können wir die Farbe in Rot zum Beispiel ändern. Ich mache es jetzt rot. Ich finde, für das Beispiel ist es eigentlich ganz gut. Wir drehen es mit Steuerung oder Shift, kann man das besser drehen, dass es auch wirklich gerade gedreht wurde. Und wie man sieht, ja, ist eigentlich schon mal ganz in Ordnung. Nur vielleicht sollte man es noch ein bisschen weiter nach hinten machen. Und dafür, ja, das sieht man hier gerade noch nicht so gut. Hier kann man es eben nach hinten ziehen oder nach vorne, wie man es auch immer haben will, dass es ganz gut aussieht. So, ja doch, ist ganz in Ordnung eigentlich, glaube ich. So, klicken wir wieder auf unser Model. Dann können wir die Größe ändern, das ist nämlich ganz wichtig. Ich mache es jetzt sehr groß auf
30 am besten, denn wir wollen ja nachher am Ende noch eine Kamerafahrt praktisch haben. Und dazu brauchen wir halt sehr viel Hintergrund, sage ich mal. So, das habe ich jetzt falsch gemacht. 30. So, jetzt. Gut, man sieht, das reicht, glaube ich, eigentlich schon. Grid können wir jetzt entfernen, das brauchen wir nicht mehr. Ja, das passt schon mal. Jetzt können wir es nochmal hier ändern, dass auch wirklich die Wand nicht zu nah dran ist und ein bisschen was verdeckt. So, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, doch. Gut. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, jetzt können wir natürlich noch das Material verändern, zum Beispiel, indem wir es auf die Fläche ziehen. Wie man sieht, färbt sich es anders. So. Aber am besten ist es, wenn wir das auf den Text machen. Das sieht auch geil aus, zum Beispiel. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht. Was gibt es sonst noch? Weiß. Ja, sieht auch ganz nice aus. Da kann man gerne experimentieren. Es sind keine Grenzen gesetzt bei dem Zeug. Jedenfalls müssen wir hier noch auf Mirror Surface das stellen, weil dann reflektiert es besser. Das sieht man jetzt hier noch nicht so gut, denn ich habe jetzt eine falsche Farbe dafür ausgewählt. Ich mache es wieder zurück in Rot. So, und jetzt sieht man die Spiegelungen im Hintergrund praktisch sehr gut eigentlich. Ja, schau, das spiegelt eigentlich sehr gut, finde ich. Man könnte jetzt noch den Hintergrund ändern, also damit die Spiegelungen, meine ich, den Raum. Aber ja, das wäre bei Environment da unten links, aber das brauchen wir jetzt nicht. Jedenfalls, wie man sieht, das schaut eigentlich ganz schön aus schon mal. Ja, doch. So, jetzt muss ich nur noch die perfekte Kameraperspektive nehmen. Environment hätte ich jetzt für den Text ausgewählt, das sieht dann besser aus. So. Okay. Gut, jetzt haben wir es hier. So, jetzt ist es echt nicht mehr schwer, außer vielleicht nachher die Kamera. Das machen wir jetzt nämlich. Wir erstellen bei Ebene eine neue Kamera. 35 mm ist eigentlich ganz gut. Wir können noch 28 nehmen, es reicht. So, okay. Wenn wir das haben, dann klicken wir auf Kamera. Und dann können wir es verändern. Ja, das laggt gerade ein bisschen bei mir, aber ich habe keine Workstation. Deswegen ist es bei mir halt so, aber ja gut. Das reicht eigentlich. Dann hier Kamera aufklappen und Transformieren aufklappen. Und dann müssen wir alles von denen hier auswählen. So, das sind alles die Keyframes. So, wir haben es jetzt so. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Bis dahin zum Beispiel. Hier würde ich sagen. Genau, so. Und dann wählen wir es zum Endpunkt. So wie es am Ende dann aussehen soll. Alles zu viel. So würde ich sagen, ja. Und das bedeutet jetzt praktisch, so ist die Kamerafahrt durch die Keyframes. So sieht es dann aus. Natürlich jetzt noch ein bisschen langsam, weil es erst gerendert werden muss. So. Gut. Nochmal. So sieht es dann eigentlich aus. Und ich finde, das sieht ganz schön aus eigentlich. Man könnte jetzt natürlich das noch verändern und alles schneller machen und so. Aber fürs Erste reicht es erstmal, würde ich sagen. Dann müssen wir es nur noch auf die perfekte Größe machen. So viel, wie wir nur exportieren wollen. So. Letzteres brauchen wir nicht, aber ich mache das immer gerne. Gut, dann müssen wir einfach nur noch vielleicht eben dieses Programm, diese Komposition auswählen. Dann auf bei Komposition an die Renderliste anfügen. Hier kann man dann das Rendern einmal bei optimaler Einstellung, kann man auch noch sehr viele Sachen verändern. Die müssten wir aber alle nicht verändern. Vielleicht noch den Speicherort, klar. Und den Namen können wir auch noch verändern. Ja, und das reicht schon. Dann kann man es rendern, was ich jetzt nicht mache, weil ich es natürlich schon gemacht habe. Danke fürs Zuschauen, lasst doch ein Like da, falls euch das Video gefallen hat, und damit verabschiede ich mich jetzt. Tschüss.